habe ja die 5 Folge. Can hear voices through those walls. Should focus. Get an idea of their position. Verdammte Partisanen! Gebt auf! Ihr habt den Krieg doch schon verloren! Armory. This would be a good place to check my weapons before hitting the field. On supplies as well. Werkbänke und Anpassung. An einer Werkbank kannst du deine Waffen wechseln und anpassen. Um an einer Waffe zu... Wasche. Ja, gut. Ja, ich hab das hier. Um an einer Werkbank zu Waffen zu wechseln, wähle sie aus und lege sie danach eine Waffe nach einer neuen entscheidenden Liste fest. Wenn du eine Waffe mit Hilfe von Aufsätzen anpassen möchtest, wähle die Zahnradscheibenwächter aus. Hier kannst du deine Waffen mit Aufsätzen anpassen, die sich auf Leistungen und Fähigkeiten auswirken. Wähle den Aufsatz auf, den du wechseln möchtest, und entscheide dich danach für eine Option auf der Liste. Weitere Aufsätze schaltest du während des Spiels frei. Verstanden. So. Mehrere Zoom-Optionen, schlechte Zielstabilität, einfache Zoom-Stufe, sehr gute Ziel. Das Nummer 32 wurde an britischen Scharfschützen ausgegeben, um ihre Rolle auf dem Schlachtfeld zum ersten Mal wirklich zu würdigen. Amerikanisches Scharfschützen-Zielfernrohr, das häufig auf dem M1903 zum Einsatz kommt. Ich behalte das. So. Dank der verbesserten Mündungsgeschwindigkeit den Schaden und verringert Geschosswahl sowie Abdrift. So, Vorteil erhöht Schaden, verringert Geschossfall, Nachteil erhöht den Rückstoß, geringeres Sprinttempo. Mehr Leistung, aber hier hat man mehr Kontrolle, das ist glaube ich besser. Vorteile, verringert Rückstoß, langsamere Schussfolge. Der schwere Lauf verringert den Rückstoß, schränkt jedoch auch die Wirksamkeit ein. So. Inspiriert von der Mündungsbremse der Panzerboys MK1 Halcon 4.3 von der argentinischen 1943 MP adaptiert, verringert den Rückstoß drastisch. Verringert vertikalen Rückstoß, längere Zielzeit, verringert Rückstoß lauter. Ja, nehme ich das hier. Da man noch nichts schafft. So, verbesserte Zielstabilität, langsames Nachladen, die Wagenauflage verringert zwar die Schussfolge, bietet jedoch eine erhöhte Zielstabilität. Schnelles Nachladen, verringerte Zielstabilität, verringert dank der ergonomischen Position zum Magazin die Nachladezeit. Und Verschluss. So, der Kurzhubabzug erhöht die Schussfolge der Waffe. Ah, da habe ich eh nur so. Gut. Da habe ich noch nichts Neues.
can retool my gear at any other workbenches I find. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the job. Aussichtspunkt finden. Alle Geschütze auf Zielraster H9. Reichweite 380. That radar tower is still operational. Ziel abgeschlossen. Weiter geht's. There's the radar. Looks like the air raid didn't take it out. I'll have to do this the old-fashioned way. Eliminiere ein Todeslistenziel, um Bonus-EP zu erhalten. Nutze eine bestimmte Methode, um eine besondere Waffe zu erhalten. Todeslistenziele. In jedem Level gibt es mindestens ein Todeslistenziel, also einen für die Eliminierung vorgesehen feindlichen Anführer. Beseitige ein Todeslistenziel, um EP zu erhalten. Jeder dieser Ziele kann auch mit einer bestimmten ungewöhnlichen Methode getötet werden, zum Beispiel mit einer speziellen Waffe oder durch einen bedauerlichen Unfall. Wenn du es auf diese Weise aus dem Weg räumst, hast du eine besondere Waffe. So nach Informationen, um die besondere Tötungsmethode zu finden. Better move it, or I'll be discovered. I'm down. Need some help. Geht mit denen auf dem Mauch? Dieser Sniper. Heilen. Medizinische Gegenstände stellen verlorene Gesundheit wieder her. Wähle einen medizinischen Gegenstand über das Kreismenü LB aus und halte RB gedrückt, um dich zu heilen. Für eine geringe Menge Gesundheit wieder her. Erste-Hilfe-Kästen sind wesentlich schneller zu finden, seltener zu finden, bringen dich jedoch wieder auf die volle Gesundheit. Mit der entsprechenden Fertigkeit kannst du Erste-Hilfe-Kästen benutzen, um dich zu heilen, während du verblutest.
Kann ich auch zwei auf einmal? Dass die Kugel durch den einen geht. Über Zombie Army. Wir haben doch unsere Funkgeräte und können mit jedem reden. Ja, aber die Alliierten können die Signale empfangen. TPR ist, um das Fernglas zu benutzen. Du kannst Feinde oder Objekte markieren, indem du mit dem Fadenkreuz deines Fernglases ins Visier nimmst. Zoome dein Fernglas mit hoch und hoch, ein und aus. Markierungen bleiben und auch hinter Hindernissen sichtbar. Markierte Feinde werden auf deiner Karte auf dem Radar angezeigt. Du kannst auch das Zielfernrohr deiner Waffe benutzen, um vorübergehendes Zielfernrohrmarkierung zu erhalten. Halte das Fadenkreuz deines Fernglases über einen Feind oder Objekt, um zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen. Siehst du das Problem nicht? Du meinst, sie können uns abhören? Hab ich nie dran gedacht. Das ist dein Problem. Du denkst nicht. Look. Ach lol. So hat Berlin Alexander von. Scheiße. Namen und so. Heilen, medizinische Gegenstände,